aber wieder gelesen, dass man über meine Predigten auch diskutiert und sagt, ich sei ein Rassist. Gott weiß es besser, das genügt mir. Ich gebe nichts auf Menschending. Auch wie Paulus sage ich auch, es interessiert mich nicht, was man über mich sagt, solange ich weiß, dass ich in der Aufgabe Gottes bin. Man sagt, ich sei gegen die Flüchtlinge. Ist doch gar nicht wahr. Ich wäre ein schlechter Bischof. Dann könnte mich Gott verwerfen, wenn ich das täte. Man hat mir vorgeworfen, denken Sie nur mal an die heilige Familie, die auch auf der Flucht war nach Ägypten. Die waren auch froh, dass sie konnten dort. Ich habe öfters erwähnt, dass die richtigen Flüchtlinge es die Pflicht ist eines jeden Christen, sie aufnehmen. Es tun sogar solche, die nicht einmal Christen sind. Man sind großen Teil besser. Flüchtlinge, ja. Aber nicht Schmarotzer. Und Kriminelle. Und dass das Allerschlimmste ist, Soldaten im Zivil, solche, die Erdogan und noch andere Interessenten nach Europa schicken und sagen, haltet euch schön, schön ruhig. Schön ruhig, bis der Ruf kommt jetzt. Und ein großer, großer Anteil von den Flüchtlingen sind solche. Schaut sie an, junge Männer, wohlgenährt. Überhaupt, viele Flüchtlinge, die kommen, sehen sehr gut ernährt aus. Warum verschweigt die Presse, überhaupt die Medien, was überall furchtbare Demonstrationen sind von diesen Flüchtlingen, aller Orten, Vergewaltigungen. Polizisten, Verletzte. Wenn jetzt schon die Demonstranten, Flüchtlinge, eigentlich sind es keine Flüchtlinge, wenn sie heute schon gegen die Ordnungskräfte des Landes, wo sie möchten Fuß fassen, gegen die Ordnungskräfte vorgehen, ja, was wollen Sie denn hier? Dann wird also immer Demonstration sein. Und dann vergesst nicht diese Islam, auch wenn sie noch hier, noch ganz anständig sind. Aber die haben einfach ein bestimmtes Herz, wo sofort entflammt wird, wenn man sie aufruft. Schaut Jugoslawien. Da waren Nachbarn miteinander, bestens Freundschaften und alles zusammen. Und als man da ausrief für den Glauben, also für ihren Glauben, da haben sie sich gegenseitig umgebracht. Und die Mütter oder die Frauen des Nachbarn, wo man sehr nett umging miteinander, hat man vergewaltigt. Das waren auch Liebe. Islamisten. Warum? Nicht wegen dem Rotschild, sondern der, wo ob dem Rotschild ist, Satan, Luzifer, ist der, wo der eigentlich hier wirkt.